Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meiner Serie von Play Your Map, in der ich eure Maps spiele, bewerte, anschaue, was auch immer. Und diesmal habe ich mir eine richtig geile Map rausgesucht, die habe ich ja selbst schon öfters online gefahren. Und zwar die CPL Himalaya von Lars 1998. Der spielt, glaube ich, bei Focus On, glaube ich, momentan. Genau. Ziemlich geile Map. Hat 7 Awards momentan. Oder 8. 7 oder 8. Habe ich wieder vergessen. Ich selbst habe sie auch mal awardet. Ja, wenn ihr eine Map mir schicken wollt, werde ich hier links jetzt nochmal so ein kleines Infofenster einblenden. Da seht ihr, auf was ihr achten müsst. Und ja, das habe ich in den anderen Folgen ja auch schon alles erzählt. Aber wenn ihr jetzt zufälligerweise zum ersten Mal eine Folge von mir seht, von Play Your Map, hier steht es auch nochmal, dann wisst ihr auch Bescheid. Und jetzt gehen wir zur eigentlichen Map. Okay, jetzt muss was runtergeladen werden. Ja. Okay, ich mache mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns auf der Map. So, die Map lädt jetzt und jetzt bin ich gespannt. Was funktioniert oder nicht? Ah, okay. Lars Presents. Richtig geiles Intro. CPL Himalaya. Und auf los geht's los. Ride for GPS. Okay, GPS wir jetzt nicht brauchen. Ups. Jetzt haben wir gecrashed. Okay, so nicht. Schauen wir uns einfach mal das GPS an. Kann ich hier fahren? Genau, jetzt wird das GPS geladen. Das sieht man auch schon. War schon richtig unterwegs. Runterspringen. Dann hier runter. Richtig geil. Schönes Texture Pack. Hier rum, dann rechts runter, dann hier durch den Berg durch. Also man sieht, dass ich wirklich sehr viel Mühe gebe, auf die ganzen Details geachtet, dass alles schön alles zusammenpasst. Okay, das war es, das GPS. Jetzt probieren wir es nochmal. Okay, die erste Kurve bin ich schon falsch gefahren. So, müssen wir mal. Ah, wieder zu weit raus. Okay. Mann, der Sprung da. Entweder bin ich zu langsam oder. Jawohl, jetzt geht's. Wow. Okay, ich war ein bisschen zu weit rechts. Links bleiben und hier ungefähr dorthin, jawohl. Ah, kommen Autos leid rein. Okay, gecrashed, egal, fahren weiter. Dann hier einen Sprung rein, trifft nach rechts, links. Dann geht es hier in Steilkurve rein, die driftet man normalerweise. Hier auch in Autos leid rein. Dann hier rüberspringen, jawohl. Und drift, wow, alles eng. Wird schon. Hier durch den Tunnel, durch den Berg durch. Okay, hätte ich anders fahren müssen. Hätte ich von weiter unten anfahren müssen, dass ich wieder springe. Wow, das war Fail, aber es geht gerade noch.
Boah. Okay, ich wollte einfach nur knapp vorbeifahren. Also die Bestzeiten auf der Map werde ich wahrscheinlich kaum schlagen können. Die werde ich jetzt auch mal links einblenden. Ah, okay, das war nichts. Egal, fahren weiter. Ah, wir sind zu weit drauf. So. Ah, wieder an der gleichen Kante hängen geblieben. Auf jeden Fall die Zeiten von Asomniac. Nein, nicht Asomniac, oder? Wer ist er? Doch, von Marius 89, die 49014, absoluter Wahnsinn. Oder die Offline-Zeit von Aaron Echo 83, die 50028. Also, fett Respekt. Ah, ich will einfach nur mal schöne Zeit fahren. Ist das zu viel verlangt? Jetzt kommt hier ein Autoslide rein. Egal, fahren wir einfach weiter. Ah, kommt hier wieder ein Drift rein. Geil. Jawohl. Hier kann man Fullspeed fahren. Genau, doch nicht driften, wie ich vorher vermutet habe. Ein bisschen zu weit rausgedriftet, egal. Also die Map ist nicht ganz einfach, aber ist schaffbar. Man sollte halt einfach, wenn man die trainiert, ein bisschen Zeit mitbringen. Und nicht erwarten, dass man die jetzt von jetzt auf morgen gleich mal an DD1 fährt oder sowas. So, ich versuche es nochmal. Jawohl, schön außen fahren. Knapp. Ah, okay, wieder zu. Wieder ein bisschen zu weit aus. Ah, diese Kante. So, versuchen wir es nochmal. So ungefähr, so ist richtig. So, jetzt kommt hier die Kante. Wow, ganz knapp erwischt. Jawohl. Ah, ein bisschen zu hoch, aber egal. Jawohl. Hui. Nochmal das Replay, wo ich gefahren bin jetzt. 508. Ja, egal, tun wir schnell speichern. Na egal. Wo speichert es hin? Ja, egal, speichern wir daher. Passt schon. Cool. Dann schauen wir das Ganze nochmal von oben an. Also man sieht, der hat sich da wirklich Mühe gegeben. Da der Streckenverlauf. Echt Hammer, gell? Durch den Berg durch. Was hat er hier gemacht? Ja, okay, hier fliegt irgendwas. Hier fliegt der Wasserblock. Hat überall ein bisschen geblockmixt. Sieht man auch hier, hier flackert es ein bisschen. Aber sonst würde ich sagen, die Map ist sonst ohne erkennbare Mängel, wie ich sagen würde. Ein Screenshot.
Jawohl, passt. Cool. Ja, dann war es das, würde ich sagen, von dieser Folge von Play Your Map. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.